Alle reden von Werder Bremen als Lachen im Dritten im Meisterschaftsrennen zwischen dem HSV und den Bayern. Von Dortmund spricht kaum jemand. Angesichts des Restprogramms müsste man Dortmund eigentlich ins Kalkül ziehen. Die Dortmunder in Gelb von rechts nach links. Der BVB ohne den gesperrten Klotz und ohne den angeschlagenen Raducanu hatte etwa eine Halbzeit lang Anlaufschwierigkeiten, ehe überhaupt vernünftige Spielzüge zustande kamen. Eine Ecke von Bönighausen. Und die erste Gelegenheit bei diesem Kopfball von Burgsmüller, Kleff, aber ohne Schwierigkeiten. Düsseldorfer bringen den Ball da nicht weg. Wieder Bönighausen. Und diesmal Abramczyk per Kopf da. Und bei ihm läuft es wieder ein bisschen besser, seit die Vertragsverlängerung ansteht und seit er auch die Wünsche von Trainer Kalli Feldkamp verstanden hat, was Deckungsarbeit angeht. Das Schöne war, die Fortuna, sie versteckte sich nicht. Sie verteidigte zwar mit neun Mann im Dortmunder Regen, aber plötzlich war sie dann gefährlich da mit fünf, sechs Mann. Sah zunächst sehr bedächtig aus, aber dann sofort Gefahr, wenn der Pass auf die Spitzen kam. Hier ist es Wenzel mit einem ersten Warnschuss. Die Fortuna kam ja mit der Empfehlung nach Dortmund 29 Mal hintereinander seit Juni 1981 auswärts nicht gewonnen zu haben. Aber sie spielte frech. Sie ist unter Willibert Krämer wieder eine gute Mannschaft geworden. Zewe hat sich wesentlich gesteigert unter dem neuen Trainer, wirkte auch ein darauf, dass der Vertrag mit Krämer verlängert wurde. Und ein Schuss von Edvaldsson, der gefährlich war, aber über das Tor ging. Die Fortuna war die bessere Mannschaft, die Fortuna hatte zunächst die besseren Gelegenheiten. Bommer. Dusen von der linken Seite. Und Edvaldsson. Dortmunds Trainer Kalli Feldkamp war sichtlich unzufrieden angesichts des Dortmunder Geholpers. Nach einer halben Stunde aufhören Rufe nach Raducanu, die Fans waren unzufrieden angesichts einer einzigen Dortmunder Chance. Und Gelegenheiten, die hatte die Fortuna, die bessere. Bommer. Und Edvaldsson, und da stolpert er ein bisschen, fällt zu weit zurück, als ihm der Ball auf die Brust springt. Die Zuschauer in Dortmund sichtlich entgeistert. Der BVB brachte auch weiterhin kaum etwas Vernünftiges zustande. Bönighausen, Abramczyk, Ballverluste, Leichtsinnige, dann Koch und dann die große Möglichkeit. Burgsmüller zunächst einmal und dann Huber. Und sehen Sie selbst, was die Dortmunder aus ihren wenigen Gelegenheiten machen. Es dauerte bis einige Sekunden vor der Halbzeit, ehe die nächste Gelegenheit kam. Hier war sie, ein Kopfball von Abramczyk. Und dann kam er endlich, Marcel Raducanu, in der zweiten Halbzeit. Dortmund jetzt von links nach rechts. Und sofort kam Gefahr. Immer wenn Raducanu sich in das Angriffsspiel einschaltet. Kayser, dann Lothar Huber, das alte Erfolgsrezept, Bananenflanke Huber, Burgsmüller in der Mitte frei. Und in der 49. Minute 1:0 für Dortmund. Und wohl selten war eine Führung so unverdient wie diese. Burgsmüllers 15. Saisontor noch ein. Kayser auf Huber, schön gebogen, Burgsmüller frei, 1:0 für Dortmund. Aber Kalli Feldkamp wirkte immer noch nicht so recht zufrieden. Auch wenn seine Mannschaft jetzt ihre stärkste Phase hatte, wenn sie besser wurde. Eine Ecke, getreten von Raducanu. Abramczyk und die Latte rettet und dann im Nachfassen auf Wolfgang Kleff. Es blieb beim 1:0 für Dortmund. Aber diese Führung, sie brachte den Dortmundern immer noch keine Sicherheit. Abwehrunsicherheiten bei den Dortmundern. Edvaldsson marschiert da fast nach Belieben durch und Immel im letzten Moment. Viele Abwehrfehler passierten da vor Nationaltorhüter Nummer 2, Eike Immel. Meckerte man sich an und Lose war nicht der rechte Dirigent, wie es hier in dieser Szene scheint. Ich habe selten ein Publikum so viel stöhnen hören wie das heute in Dortmund.
Ecke von Weigel. Burgsmüller hilft hinten mit aus. Aber auch er kann den Ball nicht wegbringen. Wieder Weigel. Fortuna machte das sehr geschickt, auch Zewe schaltete sich oft mit an und dann ist Fach plötzlich frei und Immel wieder einmal im letzten Moment. Dortmund war nur gefährlich, wenn er am Ball war, Marcel Raducanu, der Rumäne, der noch nicht die Kraft hat für 90 Minuten. Und wenn dann Huber angespielt wurde, auf der rechten Seite, aber da Burgsmüller vorne eindeutig im Abseits. Und Kalli Feldkamp, ihn hielt es nicht mehr auf der Bank, er schien Böses zu ahnen. Wir sind in der 70. Spielminute und in dieser Spielminute wurde der Beweis erbracht, dass es auch im Fußball noch Gerechtigkeit gibt. Weigel. Wenzel. Viel Einsatz der Düsseldorfer und der zahlt sich aus. Weigel, herrlicher Pass auf Dusend. 1:1 in der 70. Minute. Völlig verdient. Dieser Ausgleich für Fortuna Düsseldorf durch Ralf Dusen. Die Wiederholung, herrlicher Pass von Weigel und Dusen lässt Immel bei dem Schuss in die kurze Ecke keine Chance. Dortmund fiel nun überhaupt nichts mehr ein. Die Fortuna war die klar bessere Mannschaft. Sie hatte die Drangperiode, die kurze der Dortmunder, überstanden. Wieder Weigel. Übrigens 20.000 Zuschauer etwa im Westfalenstadion. Und die nächste Gelegenheit für Fach völlig frei. Und da verpasst er knapp das Gehäuse von Immel. Und dann die 85. Minute. Bockenfeld wieder ein Nachsetzen, das sich auszahlt. Und dann ist Edvaldson alleine. Der trifft den Ball nicht richtig, der trifft dann noch den Pfosten und die Düsseldorfer haben Glück. 85. Minute, völlig verdient, 2:1 für Fortuna Düsseldorf, ausgerechnet durch den Ex-Dortmunder Adli Edvaldson in der 85. Minute. Die Wiederholung, Fortunas erster Auswärtssieg seit dem 6. Juni 1981, war perfekt. Damals ein 2:1 und auch diesmal ein 2:1. Damals übrigens beim ersten FC Köln. Und der Sieg hätte noch höher ausfallen können. 90. Spielminute, Alleingang Bommer. Ein Foul von Immel an Bommer. Doch wohl eindeutig im Strafraum, auch wenn Immel auf die Linie zeigt und der sehr gute Schiedsrichter Osmars aus Bremen ließ sich dadurch nicht irritieren. Ganz klar seine Entscheidung, Foulelfmeter. Rüdiger Wenzel und Immel und der Nachschuss, wieder Wenzel und noch einmal Immel. Er bewahrte seine Mannschaft vor dem 3:1, so blieb es bei dem 2:1 Sieg für Fortuna Düsseldorf in Dortmund und Dortmunds Meisterschaftsträume sind dadurch wohl endgültig zerplatzt wie eine Seifenblase und damit zurück zu Jochen Buhl.